Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute spielen wir eine D-Tier-Legende. Eine Legende, die ich laut meinem Ranking im schlechtesten Platz platziert habe. Aber ob das Ganze überhaupt gerechtfertigt ist und ob er wirklich nicht so gut ist, wir reden von Mirage, by the way, das werden wir heute gemeinsam rausfinden. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. So, wo soll es denn hingehen? Komm, lass mal. Gauntlet? Gauntlet wird halt keiner mitkommen, ne? Gefühlt. Ach komm, wir gehen Gauntlet. Ich hab irgendwie Bock auf Gauntlet, da gehen wir jetzt hin. Wir machen hier noch einen kurzen Prankster nach da lang. Der ist vielleicht gar nicht bei mir. Das ist sehr gut. Dann gehen wir noch einen nach Bunker. Oh, die gehen auch mit Gauntlet. Oh, das wird lustig. Okay. Zwei Diamonds versus three Noobs. Two stack. Ja. Ne, es sind drei. Deine ist versteckt. Der versteckt sich. Der hat sich geheidet, Alter. Da, schau jetzt. Die geht, einer geht drüber, einer geht drüber. Er wird vor mir eine Waffe haben. Ich hab das Purple Shield, yo. Nice. Oh mein. Jakob ist... Ah, alles gut. Hier der unten? Ich hab doch keine Waffe. Der wird doch hier gleich herkommen. Wo ist der? Hier. Der ist drüben, hier. Der konnte jetzt kommen, aber... Ich glaube, ist ja nicht gut. Und nicht? Egal ob gut oder schlecht, ich hab keine Waffe. Hier liegt Repeater mit Muni, warte. Ne, ich hab jetzt schon. Das ist gekauft. Ja, ja, nimm. Oh. Hinter uns. Oh mein Gott, ich hab ihn gecrackt. Ich hab einen. Bei mir noch einer. Ich komme. Hast du auch einen? Hast du auch einen, oder? Oh. Hier. Sehr gut. Ich hol den Penner hier. Penner. Na, klasse. Lief doch super. Das lief wirklich sehr gut. Ja, für dich ein guter Start. Ja, freilich. Medikit. Warte hier, Jason, du kannst... Oder? Hm? Komm her. Warte. Hm? Du musst meine Heavy mal haben. Ich hab kein Heavy. Ja, du kannst meine haben. Ich brauch keine Heavy. Ja, ich nehm's gern. Du brauchst doch grad. Ich hab aus Versehen gepinkt. Ja, ist genau, ja gut. Ne? So, alles kein Problem. Ja, das gefällt mir schon wieder nicht hier. Mirashi, Bashi. Ist interessant. Ich mag die Eva. Du magst die Eva? Ja, ich liebe die Eva. Die ist extrem. Okay. Manchmal. Okay. Die ist halt so ist random okay. Irgendwie. Ich finde, die hat so die richtige Glanzleistungen, aber irgendwie halt ja. Auch irgendwie mal halt, gefühlt ist sie halt kompletter Müll. So. Ich glaube, in Dingenskirchen. Ich glaube, du bist immer so weit weg. Ne? Ich bin das ist halt einfach bei ihm. Wirklich, ein Stürmischer. Ja. Das war vor 2 Jahren auch schon so. Nee, hier in. Vor 2 Jahren war er der Langsamste. Das stimmt. Echt? Das stimmt. In Skull Town. Ja. Wo er auf Level 50 und Mirage gespielt hat. Oh ja, das waren gute Zeiten. Ja, ich habe Mirage geliebt damals, Alter. Das war, sind die Prime. Gott. Du bist auch wieder Mirage. Ja, ich weiß. Es ist eine Nostalgie hier. Ja. So läuft das. Das ist nice. Da vorne ist ein Care Package. Wo? Ich kann mir was kann meine vorstellen. Ulti eigentlich? Du kannst so einen Ring... So einen Bereich machen. Ah, Faber wo alle so... Was? Ich nehme die Massive. Was ist bei dir? Faber gehört Jason, Chef. Ach so. Ja, ich nehme... Boah, ich nehme den Rest, du kannst den Rest nehmen. Ich will eigentlich, es gibt halt nichts Gutes. Ja, aber bei Bogen ist okay. Den Bogen, doch, Bogen der Bogen ist okay. Den Bogen nehme ich auch. Ja klar, auf allem natürlich. Hm. Ja, noch willst du noch meinen. Ja, ich nehme alles, was man zum Flicken braucht. Eine Rampage. Ja. Ist aber okay. Ich probiere sie mal. Ich spiele ein bisschen Double LMG heute. Habe ich leider nicht, tut mir leid. Bitte. Ja, da hier unten wirst du doch bestimmt irgendwelche Schrotpatronen finden. Soll ich denn mal einen Rucksack? Was hab ich denn für einen weirden Rampage-Skin? Ach doch, der ist sogar geil. Oh ja, hier. Der ist sogar lecker.
Der ist sogar sehr geil. Einen Stock brauche ich unbedingt, ich habe gar keinen. Okay. Was brauchst du? Ein Stock braucht er. Ein Stock. Wo sind denn die ganzen Leute, Alter? Ich bräuchte auch einen Stock. Die Party People. Alle wieder down, bevor wir irgendwo mal überhaupt da waren. Hier ist ein Laser Sight. Kann ich das auf meine R99 packen? Ja. Das kannst du da drauf packen. Das ist super. So, machen wir hier nochmal kurz Remi Demi. Bing Bang Boom. Das kann man brauchen. Drin, das gebrauch. Kann man brauchen. Ich kann alles gebrauchen hier. Gar nichts gebrauchen. Davon. Gut. So. Sollen wir hochgehen? Nee, da ist keiner. Wie ist denn der Zug geflogen, genau. Der war halt alles hier, ne? Also der Zug ist ja so geflogen. So, das war in die Richtung. Das heißt also, die sind alle recht nördlich, wenn man so möchte. Okay, Jolis, du bist der Chef. Ich bin Mirage, ich bin immer der Chef. Ich habe Real Talk keine einzige Bett. Ich kann dir eine geben, wenn du ganz, ganz nett fragst. Nö. Okay, dann krieg ich. Jason, kriege ich vielleicht eine Schildbatterie? Bitte? Hast du welche? Nee, ich habe null tatsächlich. Ich auch. Ja, aber ich habe lieb gefragt, ciao. Ach so, natürlich, so läuft es also. Hier wird einfach bevorzugt, klar. Ja. Mhm. Hier war was. Aber, ich finde diesen Balkon hier so geil. Das erinnert an diesen alten Spot, der hier war. Wir hatten ja Kaisen Bridges, ne? Ich fand den so geil, Alter. Das war der beste Spot auf der ganzen Karte. Nein, Skulltown war besser. Ja, nach Skulltown natürlich. Das schließe ich mittlerweile schon aus, weil Skulltown kannst du nicht toppen. Aber das neue Skulltown ist halt einfach nicht das same. Also ganz ehrlich, tut mir leid. Oh, Steps. Oder ja, nee, Shots. Da oben. Hä? Ja, da hinten. Aber die schießen nicht auf... Bei mir auch. Dann gehen wir zu. Lass dich, Jolus. Alter, das ist beides. Jolus, du bist außerhalb der Zone, ne? Ist egal, die kommen ja gleich rein. Ich sehe doch hier das Hitzeschild. Das Hitzeschild. Na, freilich. Jetzt bist du verwirrt, was? Ach, schau, ja, ist er schon da. Soll ich da mal meine ultimative Fähigkeit draufschmeißen? Ich hab Angst, dass die... Ja, die machen die ultimative Fähigkeit, war klar. Ja, oh, und jetzt haben wir ein Problem, weil jetzt geht diesen die uns. Jetzt haben wir tatsächlich ein Problem. Aber wir sind schneller. Nicht wirklich, aber egal, wir sind trotzdem schneller. Die landen unten, die sind extrem dumm. Und die sind zu zweit. Ja, ich hab's gesehen. Naja, kann man nichts machen, ne? Also es hat den halt gar nichts gebracht. Es hat den Real Talk nichts gebracht. Oh, Purple Shield, interessant. Da müssen wir hinterher, Leute. Einer war unten, ne? Hier irgendwo. Ist egal. Ich weiß schon genau, was der vorhat. Der will sich da in so eine Lücke oben rein sneaken. Der ist hier oben irgendwo, ich sag's dir. Hier irgendwo in diesen Secret Spots, wenn die nicht zugemacht haben. Nee, hier ist niemand. Sicher? Du hast auf deinem Heartbeat-Sensor nix? Nee, gar nix ist da. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht ist er hier Market gerannt oder so? Egal, dann mischen wir uns halt da oben mit ein. Oh. Auch kein Problem. Sollen sie halt machen, was sie meinen. Wenn sie lustig sind. Hier ist was. Das ist ein Teammate wahrscheinlich. Ja, das ist ein Teammate. Ey, wie er da rumsneakt. Ah ja. Warum kriegt ihr den nicht? Der war low. Ich hab ihn noch gekriegt. Alles gut? Ich krieg dich gleich. Hallo. Hallo. Ich wollte extra nicht. Ich mach nie wieder einen Finisher mit Zier. Es tut mir leid. Hat jemand Energy Ammo von euch? Nee. Okay. Nicht zum Abgeben leider, tut mir leid. Ja, also alles gut. Weil ich spiele selber schon Energy Ammo. Hat jemand eine Batterie? Ich habe keine Batterie. Nee. Ich habe eine, ja, mehr. Okay, nein. Aber nur eine. Ja. Ah, hier unten! Wuhu! Wir wollen noch was. Ja. Hier ist Energy Ammo. Ja, ich habe keine Energy auf mir. Hä? Hast du nicht gerade nach Energy Ammo gefragt? Dann müsst ihr gleich ich habe weggeschossen. Ja, ich habe eine Shotgun. Ich weiß! Wir laufen. Alles ist gut, Jason Derulo. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ich bin extrem hungrig.
Es klappt, es klappt. Lol, Ruffle. Und bing, bing, bum. Ey, wie diese Rampage nie charged, Alter. Das ist so dumm. Ich hab doch extra Aufladen gedrückt und die charged einfach nicht. Die charged nicht fertig. Das ist eine Frechheit. Was ist das? Warum sind es nur noch zwei Squads, hä? Kann mir das mal kurz jemand erklären? Ist auch nicht, die Runde ist voll kacke. Die ist echt voll weird. Die langweilig halt, ne? Ja, richtig. Und wir gehen einfach hier durch, so durch einen Choke. So eigentlich macht man das nicht, aber anders wird es ja nicht schwer. Ja, ist richtig. Wir müssen uns so schon challengen, Alter. Open ist super. Außerdem irgendwie kannst du halt Mirage nie einsetzen. Das ist halt einfach... Doch. Nee, ganz ehrlich, also Mirage ist halt einfach verdient D-Tier. Es ist einfach, man muss es leider so sagen, er ist einfach die schlechteste Legende. Punkt, aus, Ende. Da ist Bodo, ja. Jungs, ihr seid ein bisschen weit vorne. Egal. Nee, supi. Der war hier gerade irgendwo, der ist hier. Ah, hier ist eine Seer-Ult. Ja, gönn dir. Wo ist denn der Rest? Ah, hier. Der hat sogar beide gerest, der kleine Lümmel. Oh mein. Langer Lümmel. Hallo. Boah, Mirage ist so dumm. On me ist eine Vantage ohne Waffe. Oh mein Gott, ist Mirage bescheuert. Er hat einfach gerade das Erbstück rausgehauen. Anstatt meiner Rampage. Ich drück die ganze Zeit Rampage und der haut das Erbstück, Alter. Müsst mich doch warnen, dass der in mich reinrennt. Ja, tut mir leid. Das ist eh, also ganz ehrlich, nee. Da kann ich auch echt nicht verzeihen. Mirage ist wirklich Bullshit. Also der Typ, der hat wirklich nichts drauf. Muss ich leider Gottes mal so direkt jetzt sein. Weil mit dem kannst du dann einfach wirklich nichts anfangen. Also wirklich, der bringt dir nichts. Ist halt ein Laberkopf, ist der, ne? Der ist wirklich ein Laberkopf, aber er ist halt der schlechteste Laberkopf, muss man leider sagen. Ja, wer sagt denn Laberkopf? Ja, ich. Einer sagt Laberkopf, das heißt Quatschkopf. Ist alles das Gleiche. Alles Jonas. Ich hab immer noch keine Bats, ich hab das ganze Game kein Bat. Ey, ich weiß, wer da Solo ist. Die Valkyrie, ne? Ja, die Valkyrie. Ja. Also die, wir haben ja von... Lass ihn mal zusammenschlagen. Ja, lass ihn schlagen. Sollen wir schlagen? Lass ihn ja mal boxen. Er hat doch safe gerastet, oder? Der war noch nicht so los. Keine Ahnung, Leute. Die wird sich jetzt verstecken. Die chillt irgendwo da oben wahrscheinlich. Aber das wird jetzt richtig canceln. Ah, ne, hier unten. Hab sie gefunden. Das war schwer. Das ist Newcastle. Das sind mehr. Dann ist die... Hier, in dem Ding. Tot. Die hat ihren Mate wieder, Du bist alleine wieder drin, kann das sein? Oh, Johannes, das ist nicht so schlau. Ist er kaputt, ey. Ich hab dich reingelegt. Sehr gut. Boah, sorry, spannend. Aber es tut mir leid. Ganz ehrlich, wer Mirage heutzutage spielt und wenn der nicht bald einen Buff bekommt, den kannst du halt wirklich in die Tonne treten, es tut mir leid. Der ist halt einfach, er bringt dir gefühlt gar nichts. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, nee. Weiß ich nicht. Dein Emote ist so cool. Weiß ich nicht. Ja, ist doch so. Ganz ehrlich, also. Weiß ich nicht. Der hat mir in keiner Situation irgendeinen Vorteil gebracht. Da kann ich gleich eine Legende quasi ohne Fähigkeiten spielen. Weiß ich nicht. Ja, genau so ist es nämlich. Naja, egal. Leute, wenn euch das Ganze trotzdem gefallen hat, schreibt mal eure Meinung zu Mirage in die Kommentare. Ich muss einfach sagen, es tut mir leid, aber ich kann... Er war mein Main und es tut mir auch ein bisschen im Herzen weh, dass er wirklich einfach so schlecht ist, dass es sich wirklich nicht mehr lohnt zu spielen. Das muss man wirklich jetzt mal so dramatisch sagen. Es ist leider eine Tatsache. Spielt irgendeine andere Legende, aber nicht Mirage. Er hat eine coole Art. Man kann damit vielleicht den Pubs in der richtigen Situation maybe ein bisschen Spaß haben. Wenn der Gegner ein bisschen gebrain-nudelt ist, dann wird er vielleicht zum Trollen ganz witzig sein. Aber für mehr ist er nicht zu gebrauchen. Tut mir leid, Schatzi. Er war mal mein Main, aber... Nee, man kann Real Talk ihn nicht mehr gebrauchen. Selbst Fuse oder so. Eine Legende, die ich wirklich nicht pack, ist besser. Naja, egal. Trotzdem, wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Und ciao.